dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen zur 26. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Eine Besprechung relevanter Textstellen aus der verschiedensten Literatur zum Thema im Zusammenhang dargestellt von meiner Wenigkeit. Es geht weiter mit der Nummer 138. Dort heißt es bei Adolf Stöhr in seinem Buch Umriss einer Theorie der Namen aus dem Jahre 1889: Die Wahrnehmung allein kann das Anschauungsbedürfnis oft nicht befriedigen. Es tritt die Fantasie für die Wahrnehmung ein. Eine Vorstellungsart, die mannigfaltiger ist, wird einer anderen, die weniger mannigfaltig ist, vorgezogen, wenngleich die erstere der Fantasie und die letztere der Empirie angehören mag. Stöhr spricht hier von einem Anschauungsbedürfnis, also ein im Grunde genommen subjektives Moment, dem eine Intention gleichkommt, ein Wunsch über das Wahrgenommene hinaus noch etwas anzuschauen, vielleicht in einem ästhetischen Sinn oder anderweitig, wie auch immer diese Intention aus diesem Bedürfnis, ein solches Zweckbegehren, möchte man sprechen, veranschlagt hier Stöhr als Regelmäßigkeit, würde ich jetzt nicht sagen, dem Wesen des Menschen angehörig, sondern eher als Möglichkeit, ein Bisweilen könnte man hier einfügen. Die Wahrnehmung allein kann bisweilen oder unter Umständen gelegentlich das Anschauungsbedürfnis nicht befriedigen. Und dann tritt sozusagen die Fantasie in Kraft, und das ist dann wiederum das Problem. Derlei Bedürfnisse oder wo eben der Wunsch die treibende Kraft ist, die Fantasie oder Hume würde sagen die Einbildungskraft dann am Wirken ist und verantwortlich ist für das, was dabei dann herauskommt, was man glaubt gesehen zu haben. Und was tatsächlich geschehen ist, das kommt sowieso nicht in Frage, denn ein tatsächlich gibt es nicht. Der Vergleich müsste sein zu im Verhältnis zu der allein hier relevanten Anschauungsweise beziehungsweise hier geht es um einen Schuldbegriff, und diesbezüglich sind dann die Paragraphen eines Gesetzbuches anzuwenden, und in diesem Sinn geht es um strafrelevante Tatbestände und nicht um irgendwelche Fantasien. Abstraktionen, was hat das mit den Abstraktionen zu tun? Das sind ja alles Abstraktionsvorgänge. Bloß ist das eine Mal eine etwas empirisch, heißt es hier bei Stöhr, weil er ein klassischer Wissenschaftler mit empirischen Studien und so viele Fälle
berechtigen laut Erfahrung von einer Wahrscheinlichkeit auszugehen und dergleichen. Das, was für ihn die eigentlichen Tatsachen, von denen ich eben gesprochen habe, die es nicht gibt, hier für ihn die Schwierigkeit macht, das zu unterscheiden. Aber die Schwierigkeit bleibt ja auch, ob jetzt im Verhältnis zu einer Empirie oder zu einem Straftatbestand, das spielt jetzt gar keine Rolle. Festzuhalten bleibt die Intention, die hier auch von Stöhr 1889 schon ins Spiel gebracht wird. Das ist jetzt die Frage, weil es eigentlich heißt, dass Franz von Brentano diesen Intentionsbegriff in seinem, ja, der war früher, der war 1874 Psychologie auf empirischer Basis oder so ähnlich. Das war dann schon früher, also brauche ich mir hier keine Gedanken machen und kann weiter schreiten im Sauseschritt. Noch einmal zu Stöhr und noch einmal zu Stöhr. Adolf Stöhr, Festspiele hier in der 26. Folge besagter Trilogie. Jetzt heißt es, an die Stelle der Vorstellung einer Menge von Erdumläufen tritt eine vorstellungslose Zahl. Statt 1000 Jahre als Zeitgröße zu denken, denkt man sich einen Erdumlauf und den Klang des Wortes 1000. Jedes Phänomen erhält eine Zahl statt einer Position in der Zeit. Dasjenige, was man als die gegenwärtige Wahrnehmung bezeichnet, und dieses ist subjektiv, erhält konventionell eine gewisse Zahl. Und diese wechselt beständig, ist aber nie unbestimmbar. Was will uns Stöhr hier damit sagen? Ja, dass eben die Zahlen an die Stelle von Vorstellungen treten. Um 1000 Jahre als Zeitgröße zu denken, denkt man sich einen Erdumlauf und den Klang des Wortes 1000. So einfach geht es in der Vorstellung. Wollte man sich jetzt das tatsächlich im Augenschein vergegenständigen, dann müsste man jetzt mehr als 1000 Jahre alt sein und dann diese ganzen 1000 Jahre mit beobachten, jeden Tag die Sonne, den Erdumlauf quasi indirekt. Und schneller und einfacher geht es natürlich einfach 1000 Jahre zu sagen, das ist klar. Aber so funktioniert eben Abstraktion. Jedes Phänomen erhält eine Zahl statt einer Position in der Zeit, weil die einzelnen Positionen in der Zeit nicht von Bedeutung sind oder eben in Bezug auf einen bestimmten Zweck. Das ist immer nur in der Relation dann bedeutungsvoll sind oder nicht bedeutungsvoll sind, und dann ist eben die Zahl aussagekräftig. Wenn bedeutungsvoll, dann auf 10 Stellen hinterm Komma, und wenn nicht bedeutungsvoll, dann schnell mal 1000 Jahre, kein Problem. Dasjenige, was man als die gegenwärtige Wahrnehmung bezeichnet, erhält konventionell eine gewisse Zahl und sie wechselt auch beständig, also in dem Sinn, dass eben eine Wahrnehmung gemessen wird in Zeit, sprich dann eine Zahl zur Verfügung steht. Und damit werden diese gegenwärtigen Wahrnehmungen dann sind nie unbestimmbar. Aber der Irrtum besteht eben darin, zu glauben, man würde mit dieser Zahl eine Realität abbilden. Also eine Realität von 1000 Jahren Erdumläufen, die auch tatsächlich 1000 Jahre dauert und die 1000 Jahre beobachtet werden muss, um eine
gegenwärtige Wahrnehmung dann immer, also ständig ist man sich, beobachtet man den Erdumlauf durch indirekt eben durch Fernrohr oder von mir aus heutzutage Satelliten gestützt, müsste man, wenn das jetzt vor 1000 Jahren schon möglich gewesen wäre, oder wir transponieren dieses Beispiel in 1000 Jahre in die Zukunft und jetzt rückblicken, so könnte man über Satellit dann diese 1000 Jahre wieder abspulen lassen, weil das ja alles aufgezeichnet ist von einer Erdumkreisungs-Satellitenkamera. Und dann sagt irgendjemand mal 1000 Jahre Erdumlauf und alle wissen Bescheid, ja, 1000 Jahre Erdumlauf. Das war einmal, ist jetzt nicht so wichtig. So geht das mit dem Abstrahieren. Noch einfacher ist ja das Beispiel mit den Drohnenbomben. Dass so ein Drohnenbomber, der da mit seinem Joystick irgendwo sitzt, mit einem Druck seines Daumens Hunderte von Menschenleben auslöschen kann, prinzipiell Tausende. Aber selbst nicht imstande ist, einem Sonntagsbraten oder einem Huhn den Hals umzudrehen. So ist es mit der Abstraktion. Diese über Bildschirm, diese Menschenleben sind viel zu abstrakt als irgendeine emotionale Auswirkung auf jemanden zu haben. Aber müsste man mit dem Messer alle diese Leute umbringen, wäre eine ganz andere würde eine ganz andere Skrupellosigkeit erforderlich sein. Von dem jetzt abgesehen bleiben wir bei Adolf Stöhr mit der Nummer 140. Hier haben wir wieder die Zeit als Messfaktor und das Beispiel ist jetzt ein anderes. An die Stelle von unschwer unterscheidbaren Mengen von Sekunden, Minuten oder Stundenpunkten treten leicht unterscheidbare, an die Stelle von schwer unterscheidbaren Mengen von Sekunden, Minuten oder Stundenpunkten treten leicht unterscheidbare Zahlen, Zahlwortklänge, Sekunden, Minuten, Stunden und Jahreszahlen. Und warum Stöhr hier die Zahl auch unter der Theorie der Namen hat, ist, dass ja diese Zahlen im Grunde genommen auch Namen sind. Zahlen sind analog den Worten, erfüllen denselben Zweck und involvieren denselben Abstraktionsprozess. Zahlwortklänge, Sekunden, Minuten, Stunden und Jahreszahlen als leicht unterscheidbare Zahlen. Auf diese Weise kann von Geschwindigkeiten gesprochen und mit denselben gerechnet werden, die im buchstäblichen Sinn längst nicht mehr für das menschliche Bewusstsein existieren, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer in der Sekunde. Das wäre jetzt ein anderer Punkt, dass man alles, was über den menschlichen Sinnesapparat hinausgeht, was nicht mehr wahrnehmungsfähig ist, dann als abstrakt zu bezeichnen. Ist jetzt die Frage, ob die Verlängerung der menschlichen Sinne nicht auch als zum Menschen zugehörig anzusehen sind, inwieweit diese Handhabung von der Unmöglichkeit, sich so etwas vorzustellen, mit in die menschliche
in das menschliche Verantwortungsbewusstsein mit einzurechnen ist. Also was ich meine ist, dass es sich hier um eine ethische Frage handelt, beziehungsweise diese Angelegenheiten, die über den menschliche Empfindungsvermögen oder das sinnliche Empfindungsvermögen hinausgehen, dann umso mehr unter einem ethischen Gesichtspunkt zu betrachten, wie eben den Drohnenbomberpiloten. Das ist jetzt ein schlechteres Beispiel, weil Sache von Leben und Tod im Krieg, sogenannten Krieg, sowieso unter ethischen Gesichtspunkten zu betrachten ist. Aber anderweitig, das wäre jetzt eine Frage der Technik, eine technikkritische Betrachtung der Technik, inwieweit meiner Theorie nach ist ja die Technik sowieso unter ethischen Gesichtspunkten zu betrachten, weil es keine Real- oder Naturwissenschaften in dem Sinn gar nicht gibt, weil die alle nur dem Nutzenprinzip unterliegen und nicht dem Wahrheitsprinzip. Und alles, was Nutzen und praktisch ist, gehört in den Bereich der Ethik. Zumindest haben sich da kluge Leute darauf geeinigt, dass es unter ethischen Gesichtspunkten zu bewerten ist. So etwas ist wohl auch vernünftig, aber das ist eine andere Diskussion, die wir hier nicht führen, die aber noch ansteht, wenn es darum geht, in die neue Zeit einzuläuten, alles, was bisher als objektivistischer Wissenschaft galt, auf den ethischen Prüfstand zu stellen und von nun an in erster Linie die ethischen Überlegungen den Ausschlag geben. Und dazu gehört auch die Ökonomie vielleicht vorrangig, Jurisprudenz sowieso. Und dann dürfte es einigermaßen rappeln im Karton, würde ich mal sagen. Bleibt festzuhalten, Zeitbewusstsein, da geschieht einiges an Abstraktion, indem einfach das Zeitbewusstsein nicht vorhanden ist. Jetzt keine Deadline irgendwo wartet, wie zum Beispiel jetzt Blumen gießen, muss dann irgendwann Schluss sein, damit nicht überall alles überschwemmt ist, weil der Blumentopf nichts mehr erfasst. Kann sich ja jeder mal selber überlegen, inwieweit ein Zeitbewusstsein stattfindet, dass man sich überlegt, ja, jetzt muss ich noch erledigen, bevor es dunkel wird, zum Beispiel so in der Art. Und überall da, wo dieses Zeitbewusstsein nicht da ist, wird von der Zeit eben abstrahiert. Also Ignoranz ist gleich Abstraktion. Und in dem Sinn betreibt jeder tagtäglich von früh bis spät dieses Geschäft der Abstraktion. Durch Aufmerksamkeit, Interesse und Desinteresse und fehlende Aufmerksamkeit. Das sind alles Abstraktionsprozesse. Und jetzt geht's weiter mit der Nummer 141. Ich vergewissere mich kurz, wie viel Zeit mir jetzt noch bleibt. In den 7 Minuten, gut 7 Minuten, dürfte kein Problem sein, um diese Passage zu besprechen. Elisa Frenkel, Abstrakter und Abstraktion, 1911. Wenn ich einen sehr lauten Ton höre, so habe ich gewiss dessen Lautstärke beobachtet, gehört, aber weit entfernt dieselbe zu abstrahieren und als gesonderten Gegenstand ins Auge zu fassen, werde ich vielmehr zunächst nur an den konkreten Ton selbst
denken. Er wird mir bloß durch seine Tonintensität ausgezeichnet erscheinen, aber nicht in eine Mehrheit von verschiedenen Gegenständen auseinanderfallen. Eine Abstraktion tritt erst dann ein, wenn ich mir außer dem Ton selbst noch dessen Lautheit als eigenen Gegenstand gegenüberstelle. Das Beachten ist Sache der Aufmerksamkeit, während die hier in Frage kommende Abstraktion bereits eine gedankliche Bearbeitung des Beachteten darstellt. Und noch einmal, einen sehr lauten Ton höre, wird die Lautstärke bewusst, aber sie wird, die Lautstärke ist mir gar nicht bewusst, wenn ich nicht darauf achte. Also in dem Moment, wo ich feststelle, der ist aber laut, dieser Ton, dann habe ich im Grunde genommen das Tonhören selber weg abstrahiert und mein Bewusstsein hängt auf der Lautstärke. Und wenn ich das eben nicht mache, wenn ich mir diese Lautstärke nicht bewusst mache, dann ist es eben hier der Fall, ich bin entfernt davon, diese zu abstrahieren. Er wird mir bloß durch seine Tonintensität ausgezeichnet erscheinen, aber nicht in eine Mehrheit von verschiedenen Gegenständen auseinanderfallen. Das ist jetzt wieder typisch objektivistische Feststellung, denn sobald ein Subjekt hier im Spiel ist, schaut das alles ganz anders aus. Wird dann nicht bloß darüber über Tonintensität geredet, sondern die muss einem dann schon bewusst sein. Und in dem Augenblick, in dem mir die Tonintensität bewusst ist, ist mir auch nichts anderes bewusst. Also ich werde jetzt nicht da womöglich einen Klang heraushören aus einem Ton und womöglich einen Dreiklang mit Obertönen und dergleichen. Aber wenn ich darauf achte, also wenn mir auffällt, dass es sich dabei eigentlich um einen Dreiklang handelt, dann habe ich in dem Augenblick abstrahiere ich von allem anderen. Also so ein, im Grunde genommen existiert so ein Ton als solcher, der ein Ton ist ja schon mal eine Abstraktion in dem Sinn, dass es nicht, dass man es nicht für ein Geräusch hält. Also wird schon mal von Geräuschen abstrahiert und die Begriffsbildung in Richtung Ton geht in Richtung Ton. Und dann ist eben je nachdem, was mir bewusst wird an diesem Ton, kann mir jetzt die Tonlage bewusst sein, die Tonintensität, was auch immer, Lautheit, alles, was mir nicht bewusst ist, von dem wird abstrahiert. Und Bewusstsein kann mir in jedem Moment immer nur eine Sache oder mehr Bewusstsein. Vorrang hat da immer nur eine Sache, da gibt es, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, da gibt es die verschiedensten Bewusstseinsformen, man kann das auch trainieren, sich mehrerer Sachen gleichzeitig bewusst zu sein, mit so gewissen Automatismen. Aber da ist dann auch die Frage, ob eben das, was einem bewusst ist, auch nur eines ist. Kann man nebenbei Schlagzeug spielen, das muss ja nicht bewusst sein. Also ein Automatismus sein. Und schon geht's weiter, die nächste Nummer 142, Adolf von Heidebreck, über die Gewissheit des Allgemeinen. Mit der Möglichkeit der unmittelbaren Gewissheit, jetzt muss ich nochmal schauen, ja, meine Zeit ist eigentlich schon um. Dann soll es das auch gewesen sein. Ich lese jetzt nochmal. Mit der Möglichkeit der unmittelbaren Gewissheit wird also die Möglichkeit aller und jeder Gewissheit für das Allgemeine geleugnet und damit die eigentliche Erkenntnis desselben. Ja, das ist etwas bedeutungslastiger, die ganze Geschichte.
Deshalb will ich das jetzt nicht so huschpfui noch gerade mal abhandeln. Ich notiere die Nummer 142 das nächste Mal. Und das war's dann wieder einmal. Folge 26 sind wir Mitte des Jahres. Jede Woche eine Folge. Jahresende dann fertig mit der Nummer Folge 52. Oder es gibt überhaupt kein Ende, ist die unendliche Geschichte. Peace und out.